Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz. Willkommen bei diesem HTML-Lehrgang für Einsteiger. Mittlerweile sind wir jetzt bei der 7. Lektion angelangt. Wie immer der Verweis hier, zusätzliche Infomaterialien oder auch zum Nachlesen hier bei www.html5wirlernen.at. Gehen wir zur 7. Lektion. Und in der 7. Lektion wollen wir uns etwas über das Grafik einfügen, näher anschauen. Der wichtigste Tag, das wichtigste HTML-Wort für das Einfügen von Grafiken ist der IMG-Tag, der Image-Tag. IMG steht für Image, für Grafik also. Das ist ein Tag, der keinen Anfang und Endtag in dem Sinn besitzt, sondern ein Tag, der hier mit einem kleinen Zeichen im Prinzip begonnen wird und dann abgeschlossen wird mit einem Backslash und einem größeren Zeichen. Es sind hier ein paar Angaben möglich. SRC steht hier für Source, ja, für den Ursprung. Das heißt, wir haben schon Dateipfade besprochen, das heißt, hier wird angegeben, wo sich die Datei befindet, die Grafikdatei befindet, die man einbinden möchte. In dem Fall befindet sich diese hier einzubindende Datei im Ordner Images. Dann kann man hier die Größe der Datei angeben. Also die Größe ist in dem Sinne, die Breite ist hier gemeint und die Höhe. Und hier gibt man unter Alt einen Zusatztext ein. Also wenn Leute mit Sehbehinderung sich meine Webseite anschauen und die eine Software installieren und denen die Seite irgendwie vorliest, würde man hier zum Beispiel dann darauf verwiesen werden, dass ein Cartoon eingefügt wird. Man sieht, dass dieselbe Grafik hier eingebunden wird, dasselbe Pfad, ja, aber unterschiedliche Größenangaben vorgenommen werden. Schauen wir uns das mal im Beispiel gleich an. Und da sieht man, wenn man hier runter scrollt, dass es hier unterschiedliche, dass dieselbe Grafik unterschiedlich dargestellt wird. Ich lasse meine Seitenquelle jetzt nochmal einblenden. Das ist hier also diese Grafik. In dem Fall hier am ersten Einbindung mit einer Breite von 800. Eine Höhe von 5,92. Beim zweiten Mal verändere ich hier unten dann die Breite, reduziere ich sie auf 100 Bildpunkte und die Höhe bleibt aber gleich. Das heißt, man sieht, dass es hier recht verschoben ist. Und hier aber mache ich die Veränderung proportional. Das heißt, Höhe wird halbiert von 800 auf 400, also die Höhe, die Breite wird halbiert von 800 auf 400 und die Höhe wird ebenfalls halbiert von 5,92 auf 2,96. Das heißt, wenn man dieselbe Grafik kleiner darstellen möchte, sollte man darauf achten, dass die Angaben für die Breite und die Höhe dann angepasst werden. Dann natürlich der übliche Hinweis darauf, woher diese Grafik dann auch tatsächlich stammt. Schauen wir uns das einmal in Editor Script an. Ich habe hier ein HTML-Grundgerüst mit einem Text drin und da zeige ich dann, wie einfach man hier Grafiken einfügen kann. Man muss einfach nur in einen Ordner gehen, in dem sich Grafiken befinden. Die zieht man dann da herein. Also hier zum Beispiel nehme ich die nächste, ziehe sie hier herein, die nächste hier. Und dann sieht man, wenn man in die Vorschau geht, wie das Ganze dann, welches Resultat das nach sich zieht. Also hier habe ich etwas eingefügt. Das wird dann vor Lorem eingefügt, das dann hier und dann hier. Wir werden später noch Möglichkeiten finden, wie man dann zum Beispiel schaffen kann, dass dann Grafiken zum Beispiel links ausgerichtet werden und der Text dann außen herumläuft. Aber an und für sich geht das Ganze im Skript sehr einfach. Es wird hier sogar nicht in die Grafik jetzt in dem Sinne eingetragen, sondern wird auch gleich der Pfad angegeben zur Grafik. Also eine ganz praktische Möglichkeit. Ja, und dann bleibt wieder der Verweis darauf, sich hier unten dann diese Beispielaufgaben dann genau anzuschauen. Um dann wieder das Wissen dann zu vervielfältigen und das Wissen dann im Prinzip dann zu sichern.